Ich bin ja immer sehr überrascht, wenn ich durch Supermärkte gehe und zum Beispiel ein Weißbier finde, was ich noch nie getrunken habe vorher. Bei meinem heutigen Bier ist es der Fall, welche Brauerei das gebraut hat und was es für eins ist, vor allem wie es schmeckt. Wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem Supermarkt-Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal aus diesem Planeten stammen. Und ja, mein heutiges Bier, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ein bisschen verblüfft. Es passt aber perfekt zum heutigen Tag. Es ist sonnig. Ich habe heute den ganzen Tag Pool geputzt, habe auch so ein bisschen Sonnenbrand bekommen. Und was gibt es dann Schöneres, als sich in die Sonne zu legen, beziehungsweise in die Abendsonne und nochmal ein Weißbier zu trinken. Und das mache ich mit meinem heutigen Bier, hoffe ich mal. Ich hoffe, dass es auch halbwegs schmeckt, denn es ist ein Bier, das ich noch gar nicht kenne. Es ist die Erdinger Urweiße. Kommt aus der Erdinger Brauerei und ja, soll so ein bisschen das kräftige bayerische Hefenoten Unterstreichbier sein. Und ich bin da sehr gespannt, weil eigentlich Weißbiere aus Bayern haben jetzt noch nie so wirklich an Hefearomen für mich ausgelassen. Und das soll dieses Bier jetzt also offensichtlich schließen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Weißbierkultur aus Bayern seit 1886, 4,9 Volumenprozent Alkohol, das ist dann doch bemerkenswert wenig. Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und 11,9 Grad Plato sind aufgerufen und ich bin sehr gespannt, was mich da jetzt erwartet. Auf der Webseite habe ich noch gelesen, dass es etwas mehr Kohlensäure haben soll. Na gut, hat Weizenbier ohnehin. Es soll viel Karamellmalz haben. Was das mit den Hefenoten dann nachher macht, werden wir auch sehen. Und ja, dann bleibt mir nur noch, euch auch den Kronkorken zu zeigen, denn auch der ist natürlich großbrauereimäßig hier auf das Bier gebrandet. Dann reden wir gar nicht lange um den heißen Brei, sondern die Flasche geht schon auf und das Glas wartet quasi förmlich drauf, was da jetzt reinkommt. Eine Urweiße mit ganz viel bayerischem Hefegeschmack. Ich bin sehr interessiert und freue mich sehr, was mich da jetzt erwartet. Aber so viel Hefe jetzt, ganz ehrlich, hab's gedacht, dass da ein bisschen mehr noch mit ins Glas kommt. Aber das war's dann an der Stelle auch. Schauen wir mal. Nö, da ist auch kein Bodensatz, irgendwas übrig geblieben. Also na gut, vielleicht ist es jetzt nicht in der Optik unbedingt, aber es ist eine schöne, ja, hellere Bernsteinfarbe, dunkelgolden, so ein bisschen orange-rötlich-kupferner Einschlag. Eine sehr ordentliche, weil von mir gezapft natürlich, 3,5 Finger dicke cremeweiße Schaumkrone obendrauf. Macht auch einen sehr stabilen Eindruck. Im Glas auch viel Kohlensäure noch zu sehen. Die hatten wir ja zumindest auf der Liste gehabt. Ja, dann würde ich sagen, halten wir mal das Näschen rein. Das ist lustigerweise, das hat so ein bisschen karamellige, aber auch ein bisschen Röstnoten in der Nase. Ganz verrückt. Sehr viel Gewürznelke auch. Aber keine Banane. Ich würde sagen, erster Schluck. Sehr zum Wohl. Cheers. Okay. Kräftige Hefenote. Check. Ja, Hammer. Also es ist tatsächlich mehr, als man so kennt. Schöne, kräftige Gewürznelke. Reife Banane. Die ist jetzt nämlich im Geschmack lustigerweise da, in der Nase überhaupt nicht. Zumindest nicht für mich. Karamell eher auf der vollmundigen Seite zu Hause. Da kann die Hefe natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Aber die tut auch was für das weiche Mundgefühl. Definitiv auch da. Schön kräftige Würze auch. Richtig schönes, bodenständiges Bier. So eine leichte Röstaromatik irgendwo im Hintergrund. Ich finde das gerade sehr, sehr, sehr wirr, aber die ist irgendwie da. Hab da so ein bisschen leichte Röstnoten mit drin. Es ist ein sehr süffiges Bier, sehr gut trinkbar. Super weich im Mund. Es ist jetzt nicht, wo ich sage, es ist der Auswuchs an Kreativität. Schon gar nicht. Was auch mal so ein bisschen die Bananen zum Beispiel angeht, die fehlt mir schon so ein bisschen, auch die Fruchtaromatik an sich.
Aber es ist mal was anderes. Ob ich das jetzt brauche, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Schöner mittlerer Körper, intensivere Kohlensäure, cremige Textur, soweit so gut. Im Nachtrunk nach wie vor die kräftige Hefenote auch präsent. Also die Hefe zieht sich da tatsächlich sehr konstant durch. Bisschen brotig, bisschen Karamell, leichte Säure jetzt auch mit am Start. Bisschen bitterer auch. Also insgesamt doch hier und da so ein bisschen abweichend von dem, was man so klassischerweise als Weißbier kennt. Schönes, weiches Mundgefühl auch. Und so weit, so unaufgeregt, hätte ich jetzt gesagt. Und deshalb gibt es für das Erdinger die Urweiße, ein Hefeweißbier mit ganz viel Hefe an der Stelle. Von Probiert TV gibt es dafür wohlverdiente 3,5 Punkte für die Urweiße aus der Erdinger Brauerei. Und ja, ein überraschendes, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig kreatives Weißbier aus Bayern am Supermarkt Samstag. Und wenn ihr keinen Supermarkt Samstag in der Vergangenheit und auch in der Zukunft mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf einmal ein Abo dalassen vom Kanal. Das ist der beste Weg, wenn ihr da unten einfach mal kurz draufklickt und dann unterstützt ihr auch den Kanal ein bisschen. Ich freue mich drauf und wir sehen uns. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.